Herzlich willkommen zu Senkrechtstarte, deinem YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um eine Legende. Viel Spaß! Ein Video, das ich bestimmt schon 10-mal angekündigt habe, ist eines über das RL-10 von Rocketdyne. Klar, wir sind alle Fans vom Raptor von SpaceX und wir kennen das riesige F1, das die Saturn V angetrieben hat. Auch das RS-25 des Space Shuttles bzw. des SLS begegnet einem häufiger. Alles einmalige Triebwerke, aber wenn es um Effizienz geht, dann kommt man nicht um das RL-10 herum. Damit wir verstehen können, warum das RL-10 so ein Effizienzbiest ist, schauen wir uns heute ein paar wichtige Parameter von Raketentriebwerken an. Wir diskutieren heute die Notwendigkeit von hoher Effizienz in Oberstufen von Raketen, reden über Delta-V und metrisches System und schauen uns außerdem noch den spezifischen Impuls oder ISP an. Alles wichtige Dinge in der Raumfahrttechnik. Ja, und wenn dir das Thema heute gefällt, dann lass dem Video gerne ein Like da. Und ja, wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und keine weitere Folge mehr über Raumfahrttechnik verpassen möchtest, dann abonniere gerne den Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Gerade wurde der Hersteller des RL-10, die Firma Aerojet Rocketdyne, von Lockheed Martin aufgekauft. Vermutlich wird dann, wie bei allen Firmenübernahmen, der Name erneut geändert, damit die Manager, die das eingefädelt haben, sich einreden könnten, sie hätten etwas Neues geschaffen. Ja, vielleicht sollten sie auch lieber den Namen lassen, denn der Name Rocketdyne verkörpert eine Legende unter den Herstellern von Raketentriebwerken. Nicht nur das RL-10, sondern auch das F1 und das J2 der Saturn V, das RS-25 des Space Shuttles, das RS-68 der Delta und das XRS-2200 Aerospike gehören zu den bekanntesten Produkten. Aerospikes. Ja, auch wenn sie vermutlich nie in den Orbit fliegen werden, gebührt ihnen eigentlich eine eigene Episode. Hast du Lust auf ein Video über Aerospikes, dann schreib mir doch einfach unter dem Video. Aber heute soll es ja um das RL-10 gehen. Wie kann es denn sein, dass ein Triebwerk, das 60 Jahre alt ist, immer noch fliegt und vermutlich auch noch Jahrzehnte weiterfliegen wird? Eine Version des RL-10 ist aktuell noch der effizienteste chemische Raketenantrieb aller Zeiten. Ja, und warum oder sieht man dann so wenig von diesem Triebwerk? Ja. Während Unterstufentriebwerke in vielen Dimensionen protzen können, sind es bei Oberstufentriebwerken die Details. Wenn man bei der ersten Stufe auch mal auf ein paar Effizienzpünktchen zugunsten anderer Aspekte verzichten kann, ist bei der Oberstufe die Effizienz sehr, sehr wichtig. Warum ist das so? Naja, das liegt an der Mehrstufigkeit von Raketen. Da ich die erste Stufe ja nur für die ersten paar Minuten des Starts brauche, um die Rakete mit viel Schub aus der Erdatmosphäre zu heben, spielt die Effizienz nicht so eine große Rolle. Wie dann zum Beispiel in der Oberstufe. Grob kannst du dir merken, dass du für jedes Kilogramm Gewicht, das du in der Oberstufe sparen kannst, auch ein Kilogramm mehr Nutzlast mitnehmen kannst. Das stimmt für die erste Stufe bei weitem nicht. In der Unterstufe musst du ein Vielfaches an Gewicht einsparen, um auch nur ein einziges Kilo mehr in der Oberstufe mitnehmen zu können. Bei der Saturn V war das übrigens ein Verhältnis von 12 zu 1. Also für 12 Kilogramm Gewichtsreduzierung in der Unterstufe konntest du dann ein Kilogramm mehr in der Oberstufe mitnehmen. Das erklärt auch, warum man in der Oberstufe relativ viel Aufwand für die Gewichtsreduktion betreibt, während in der ersten Stufe oft für Raumfahrtverhältnisse relativ schwere, dafür aber günstigere Materialien zum Einsatz kommen können. Der Gewichtsvorteil steht irgendwann dann einfach in keinem Verhältnis mehr zu dem Aufwand, den man betreiben müsste. Aber zurück zur Oberstufe. Wenn du schon länger auf dem Channel unterwegs bist, weißt du, was bei Raketen der mit Abstand größte Gewichtspunkt ist. Genau, das ist der Treibstoff. Wenn ich jetzt eine besonders effiziente Rakete oder beziehungsweise ein besonders effizientes Triebwerk habe, brauche ich weniger Treibstoff für die gleiche Leistung. Kann man das vielleicht irgendwie mit einem Auto vergleichen? Wenn ich ein effizientes Auto habe, kann das doch mit der gleichen Spritmenge und gleicher Geschwindigkeit weiterfahren als so ein Auto, das nicht so effizient ist. Ergo kann ich mit einem effizienteren Triebwerk mit der gleichen Menge Treibstoff und der gleichen Geschwindigkeit doch... Nee, nicht ganz. Klar, würde eine Rakete hauptsächlich in der Atmosphäre fliegen, dann wäre das eher vergleichbar. Aber das Ziel von Raketen ist ja fast immer der Weltraum und in dem herrscht ein quasi Vakuum. Da gibt es keinen Reibungswiderstand. Ist ja auch eigentlich super, ne? Das heißt, wenn ich einmal meine Rakete auf eine gewünschte Geschwindigkeit gebracht habe, dann wird die unendlich so weiterfliegen, es sei denn, eine andere Kraft zieht an ihr. Ja, und wenn ich dann irgendwo abbiegen will, dann lenke ich einfach ein und da wird es anders. Für uns ist das Lenken eine Selbstverständlichkeit oder vielmehr der damit verbundene Kontakt zum Boden, der die Richtungsänderung leicht möglich macht. Das geht aber nur, weil die Räder unseres Autos Traktion haben. Beim Lenken kann ich mich also am Boden um die Kurve schieben. Im Weltraum habe ich nichts, auf das ich ja die Räder aufsetzen könnte. Ich brauche also eine Alternative. Und hier kommt das Abgas eines Raketentriebwerks ins Spiel. Daran stößt sich die Rakete ab. Deswegen ist das Maß aller Dinge im Weltraum nicht die Reichweite, sondern das Potenzial zur Richtungsänderung.
was im Prinzip dann eine Geschwindigkeitsänderung darstellt. Das in der Physik übliche Zeichen für die Geschwindigkeit ist ein kleines v. Die Differenz wird in der Mathematik häufig als Delta bezeichnet. Dies kombiniert und man hat ein Top-Thema von Raketen-Nerds, nämlich Delta V. Klar, je schneller ich mit meiner Oberstufe werden kann, umso höhere Umlaufbahnen kann ich erreichen. Das ist durchaus wieder mit der Reichweite vergleichbar. Oder wenn es um den gleichen Orbit geht, mit mehr Nutzlast. Also durchaus wieder wie beim Auto. Bezüglich der Nutzlast finde ich, dass der englische Begriff Payload eigentlich besser passt. Denn tatsächlich bezahlt der Kunde ja nicht für eine schicke Rakete, sondern dafür, dass seine Last in eine bestimmte Umlaufbahn gebracht wird. Eingedeutscht also die bezahlte Last. Er kauft also eine Transportdienstleistung ein. Es kann sein, dass, wenn er besonders an seiner Last hängt, er bereitwillig einen höheren Preis für die Rakete bezahlt, wenn er dafür die Rakete als besonders zuverlässig einschätzt. Etwas, auf dem sich die Europäer und die Russen sehr lange ausgeruht haben. Aber ich schweife ab. Also nur die Payload verdient am Ende das Geld für den Start. Und hier spielt das RL-10 seinen großen Vorteil aus. Es hat einen besonders hohen spezifischen Impuls. Aber was ist der spezifische Impuls eigentlich? Da Raketen im Vakuum, wie gerade beschrieben, nicht zum Abstoßen haben, müssen wir Masse mit großer Geschwindigkeit auswerfen, um eine Gegenkraft auf unsere Rakete zu erzeugen. Diese Gegenkraft, die drückt uns dann nach Newtons zweiten Gesetz nach vorne oder in die Gegenrichtung, in die unser Triebwerk gerade zeigt. Wenn du noch nicht weißt, was Impuls ist, schau einfach mein Raketen-Basic-Video zu dem Thema. Das verlinke ich dir hier. Die Masse, die wir ausstoßen, ist normalerweise der verbrannte Treibstoff. Das unterscheidet sich von Ionen- oder thermonuklearen Trieben. Wie die Ionenantriebe funktionieren, das erkläre ich dir hier. Wenn du Bock auf ein Video hast zum Thema Thermonuklearantriebe, dann schreib mir das gerne unter dem Video. Aber bleiben wir bei den chemischen Raketenantrieben. Es macht für den Raketenbauer einen gravierenden Unterschied, ob ich wenig Treibstoff mit einer hohen Geschwindigkeit auswerfe oder viel Treibstoff mit wenig Geschwindigkeit. Ich kann aber mit beiden Methoden den gleichen Impuls erzeugen. Wie wir eingangs gesagt haben, ist ein Großteil einer Rakete der Treibstoff. Und wenn ich jetzt mit weniger Treibstoff die gleiche Kraft erzeugen kann, dann gewinne ich Payload oder komme weiter mit meiner Rakete. Das sind beides Dinge, für die ein Raketenbauer vermutlich seine Oma verkaufen würde. Um Raketenantriebe vergleichbar zu machen, unabhängig von ihrer Größe und dem mitgeführten Treibstoff, teilen wir einfach den Impuls, den unser Triebwerk liefert, durch die dafür nötige Treibstoffmenge. Das Formelzeichen dafür ist dann I für Impuls und klein sp für spezifisch. Wenn du ein cooler Raketenhipster bist, dann kannst du auch einfach das zusammenziehen und ISP sagen. Die Einheit für diesen spezifischen Impuls ist Meter pro Sekunde, was einer Geschwindigkeit entspricht. Eigentlich. Warum es unnötigerweise etwas kompliziert ist, das erkläre ich dann gleich. Aber wenn du dann eine Rakete entwickelst, kannst du mit dem ISP deines Triebwerks relativ einfach schauen, ob das Design genug Performance für die geplante Mission hat. Wenn wir über Vergleichbarkeit reden, kommen wir zu unseren angloamerikanischen Freunden. Da hat sich nämlich eine andere Einheit für den ISP eingebürgert, die letztendlich zu der gebräuchlicheren wurde. Und Einbürgerung trifft es eigentlich ganz gut. Wie du vielleicht weißt, haben die Amis nach dem Krieg ganz ohne Skrupel eine Gruppe von Nazis eingebürgert, darunter Werner von Braun, um ja dann bessere Raketen gegen die Sowjets bauen zu können. Und nein, das ist jetzt keine Auslegungssache. Als Mitglied der SS war man ein Nazi. Aber ich schweife ab. Von Braun und die anderen Deutschen hatten in den USA ein Völkerverständigungsproblem. Das soll bei Nazis ja öfter mal vorkommen. Denn in den USA nutzt man bis zum heutigen Tage das hinterwäldlerische imperiale System, im Gegensatz zu dem metrischen System. Kleine Anmerkung, nach mehreren saudummen Verlusten von Missionen wegen Umrechnungsfehler zwischen dem metrischen System und dem imperialen Einheitensystem, hat sich die NASA mittlerweile auf SI-Einheiten und das metrische System festgelegt. Steile These, vielleicht waren die Russen ja nur schneller im All, weil sie weniger Zeit mit Einheiten umrechnen verplempert haben. Zum Thema Weltraumwettlauf kann ich dir das Video von Mr. Wissen2Go empfehlen, das verlinke ich dir hier. Aber zurück zu den imperialen Einheiten. Imperial hat dabei nichts mit Star Wars und Darth Vader zu tun, sondern soll dich daran erinnern, dass das System aus einer Zeit stammt, als Leute, deren Eltern miteinander verwandt waren, zufällig eine Krone auf dem Kopf hatten. Da hat man Einheiten auch einfach mal festgelegt. Wie dem auch sei, damit die deutschen Ingenieure und die Ami-Ingenieure sich gut unterhalten konnten, hat man den spezifischen Impuls einfach durch den Wert für die Erdbeschleunigung geteilt. Den kennt jeder Ingenieur auswendig. Das ist 32,17 Fuß pro Sekunde Quadrat, wenn du in den USA aufgewachsen bist, und 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat für den Rest der Welt. Wenn wir den spezifischen Impuls, aus dem wir ja schon die Masse herausgerechnet haben, auch hier rechnen ein paar Hinterwäldler mit dem Pfund und der Rest der Welt mit Kilogramm, jetzt durch die Erdbeschleunigung teilen, kürzen sich die Längeneinheiten raus und es verbleiben Sekunden.
ja, endlich eine Einheit, bei der man sich weltweit einig ist, soweit ich weiß. So, genug gelästert. Ja, aber das ist wichtig, denn deshalb sieht man den spezifischen Impuls häufiger in Sekunden und nicht in Meter pro Sekunde. Dass das eigentlich auch nicht wirklich eine wissenschaftliche Größe ist, wird einem klar, wenn man sich daran erinnert, dass der Wert für die Erdbeschleunigung keine Konstante ist, sondern sowohl von der Entfernung vom Erdmittelpunkt als auch von der Beschaffenheit der Erdkruste und der Äquatornähe abhängt. Und ja, wenn du die Erde verlässt, nimmt die Erdbeschleunigung quadratisch mit der Entfernung ab. Und ja, schon wieder, ich schweife ab. Wir halten fest, wenn man die Leistung von Raketenantrieben vergleichen möchte, ist neben dem Schubgewichtsverhältnis, dem Treibstoff und der Schubdichte eben vor allem der spezifische Impuls wichtig, weil er uns sagt, wie effizient ein Triebwerk mit der eingesetzten Treibstoffmenge umgeht. Und da die Größe auf Sekunden normiert ist, können wir nämlich Antriebe anhand des ISP direkt miteinander vergleichen, auch wenn sie komplett andere Antriebskonzepte haben. Damit die Größe Sekunden für dich ein bisschen greifbarer ist, kannst du dir die Eselsbrücke bauen, indem du den ISP-Wert, also den spezifischen Impuls in Sekunden, als die Zeit ansiehst, mit der man mit 1 Kilogramm Treibstoff 1 Kilogramm Gewicht mit der Standard-Erdbeschleunigung von 9,81 Metern pro Sekunde beschleunigen kann. Vergleichen wir mal beispielsweise Raketenantriebe mit Düsentriebwerken von Flugzeugen. Wie man anhand dieses Graphen sieht, sind Düsentriebwerke um ein Vielfaches effizienter als Raketentriebwerke. Und dabei sind die hier dargestellten Triebwerke alle ja schon ziemlich alt und neuere Triebwerke nochmal deutlich effizienter. Selbst das super effiziente RS-25 des Space Shuttles hat noch nicht mal ein Zehntel des spezifischen Impulses eines Mandelstromtriebwerks. Wie jetzt hier zum Beispiel das GECF-6, das seit den 70er Jahren an zum Beispiel der 747 im Einsatz war. Andererseits kannst du mit einem Mandelstromtriebwerk nur auf den ersten 10% des Weges zum Weltraum überhaupt etwas anfangen. Denn, und da muss man Raketentriebwerke wirklich in Schutz nehmen, diese bringen die Stützmasse und den Oxidator ja selber mit, während Flugzeugtriebwerke sich hier an der Umgebungsluft bedienen können. Gerade weil Raketenantriebe so eine schlechte Effizienz haben, wird hier um jede Sekunde an spezifischen Impuls gekämpft. Wie gesagt, unser Hauptgewichtsfaktor ist der Treibstoff und mit der Effizienz greifen wir ja genau an dieser Stelle an. Aber was für Tricks hat hier das RL-10 auf Lager, die es so viel besser machen als viele andere chemische Raketenantriebe? Ja, und hier kommt jetzt ein Cliffhanger. Ich habe mich so sehr über Nazis, imperiale Einheit und den spezifischen Impuls ausgelassen, dass ich gar nicht erklären konnte, warum das RL-10 so einen guten spezifischen Impuls hat. Da das RL-10 in der Oberstufe der Atlas V eingesetzt wird und auch der ULA-Nachfolger der Atlas, die Vulcan, demnächst mit der Centaurer Oberstufe das RL-10 einsetzen wird und auch das SLS der NASA das RL-10 in der Oberstufe verwenden, lohnt es sich, das RL-10 genauer anzusehen. Das machen wir im zweiten Teil dieses Videos. Also nächste Woche gibt es hier den zweiten Teil des Videos, in dem wir dann wirklich genauer über das RL-10 sprechen. Wenn du diese und weitere Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, dann abonnier doch gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, lass dem Video gerne ein Like da. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.